In Kronau möchte ich euch heute die Zeitnachweise näher bringen, die wir hier links im Dashboard sehen können. Hier habe ich die Möglichkeit, meine Zeiteinträge zu hinterlegen und auch zu managen. Hier habe ich die Möglichkeit, automatisch meine Zeiteinträge zu generieren, wie bei einer typischen Stempeluhr. Und hier rechts kann ich manuell meine Zeiten hinterlegen. Hier habe ich dann die Möglichkeit, entsprechendes Datum zu hinterlegen. Das wäre dann heute der 24.05., den Typ der Arbeit zu hinterlegen und die Startzeit und die Endzeit. Ja, eine Pause kann ich auch noch entsprechend hinterlegen und eine Bemerkung. Dann hinterlegen wir jetzt einfach mal unseren Zeiteintrag und wir sehen, er wird mir direkt hier angezeigt in meiner Wochenübersicht. Ich habe hier unten dann auch visuell das aufbereitet, sodass ich immer sehen kann, wie mein aktuelles Stundenkontingent aussieht. Hier oben kann ich dann auch noch in der Zeit navigieren und habe dann hier rechts auch die Möglichkeit, zwischen Woche und Monat meine Ansicht zu wählen, sodass ich alle Zeiteinträge optimal dann auch sehen kann.